Hallo, heute möchte ich euch die Industriemeister-Basis-Qualifikationsprüfung aus dem Jahre 2018, und zwar dem Herbst, vorstellen, die jetzt bei uns exklusiv als Videos erhältlich sind. Wir stellen alle Aufgaben der Reihe nach, einschließlich der Punkte, vorab dar. Ihr könnt versuchen, diese Aufgaben zunächst alleine lösen zu wollen, um sie dann mit den Videos abzugleichen. Aufgabe 2, Bremszylinder. Aufgabe 3, Füllzeit für einen Behälter. Aufgabe 4, Geschwindigkeit von einem PKW im Grenzbereich. Aufgabe 5, ein Standsteil soll berechnet werden. Aufgabe 6, diesmal eine elektrische Aufgabe. Ein Heizaggregat oder ein ähnlicher ohmscher Widerstand, der dann mittels einer Verlängerung betrieben werden soll. Darüber hinaus letztlich die Statistikaufgabe hier am Beispiel von Krankheitstagen verschiedener Mitarbeiter. Verschiedene Kennwerte sind dort zu berechnen.